Ja, liebe Leute, ich begrüße euch in einer neuen Serie dieser Folge von Pink Floyd. Und hier geht es um den Titel In the Flesh. Und damit geht das Album los. Pink Floyd The Wall. Das ist am Anfang von Pink Floyd The Wall. Und dieses Album ist ja nun total sozialkritisch. Es geht dagegen vor, dass der Mensch nur benutzt wird, dass er nur arbeiten soll, dass er nur lernen soll, dass er nur Leistung bringen soll. Und Pink Floyd setzt sich für die Menschheit ein, dass sie frei wird, dass sie lieben kann und leben kann und feiern kann und kreativ sein kann. Und es ist eine Offenbarung, mehr kann ich nicht sagen. Liebe Leute, hört euch es an. Und lasst es in eure Seele gehen. Ich kann doch nicht so viel anders liegen wie andere Leute, denn dieser Titel hat Aufrufe, und zwar 11.242.027. Aber darum geht es ja gar nicht. Pink Floyd ist eben nicht nur eine Musikgruppe, sondern Pink Floyd hat der Welt eine Offenbarung geschenkt. Für jeden Menschen in seine Seele hinein. Alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Teil.